So, komm. Weiter geht's. Mega Man X, ja. Beim Zwischenboss. Komm, Wecker. Ich spiel auch mal grad nebenbei ein bisschen Mega Man X, um zu gucken, ob ich mich besser anstelle mit dem Blast Boss. Ja, das bestimmt. Ja, ich glaube, das weiß jeder, dass du dich besser anstellst. In Mega Man X, das Ergebnis werde ich dann nicht verraten. Es sei denn, ich werde unbedingt danach Battles gefragt, dass ich es doch mal ausbaue. Naja, Battles fragen tue ich dich nicht und ich kenne das Ergebnis schon. Aber vielleicht frage ich dich, aber nicht Battles fragen. Obwohl, was heißt fragen? Im Grunde ist es mehr nur nach einer Bestätigung verlangt. Fragen kann man das nicht mehr nennen. Da ich ja weiß, dass du besser bist. Nein, du bist nicht besser, du bist um einiges besser. Wir können auch netter ausdrücklich wieder fahren haben. Ja, wie nett. Ich werde gleich bis zur Begrüßung mit Blas abgeschossen. Ja, aber du bist weitaus erfahrener, sagen wir mal so. In Mega Man X definitiv. Ah. Dafür bin ich halt in klassischen Mega Man besser, aber du bist halt in Mega Man X besser. Noch. Wow. Scheiße. Ich habe auch die Hälfte meiner Lebensenergie. Und besiegt. Ach scheiße, ich wollte gar nicht sagen. Verdammt. Gut, was sagen unsere Leben? Ja, zwei Leben noch in Reserve. Kann ja nur schief gehen, ne? Gleich sind wir beim Boss. Heißt ein Beinbruch. Dauert noch ein bisschen. Wir müssen jetzt hier gleich in der letzten Passage sein. Ja, wenn ich schon diese Gegner kommen, dann dauert es nicht mehr lange. Also ich habe festgestellt, da ich ja eh schon verraten habe, dass ich besiegt habe, dass ich noch einigermaßen drauf habe. Ja, du auf jeden Fall, weil du bist ja auch weitaus geübter im Mega Man X als ich. Ja, du kannst ja die Aufnahme von 2012 jetzt sehen, ne? Wenn du Lust hast, irgendwann. Ja, wenn ich das hier fertig habe, Mega Man X. Aber 2012 ist ja jetzt gar nicht so lange her, ne? Ja, ich bin gerade überrascht. Scheiße. Ich habe gerade auf Anhieb das hinten Energieteil erreicht. Das Herz. Oh wow, da sind wir beim Boss, okay. Gut, wir gehen zum Boss. Ja. Hallo Spark und Drill, mein alter Freund. Wenn ich dich Noid mache, dann ja, kann ja nichts schief gehen. Haha, guter Witz. Ja, du kennst das doch, wenn man von Noid redet, ne? Ja. Dann ist die Gefahr, dass er mich Noid macht. Genau. Aber da hat er dir selbst erzählt. Hat er zum Glück nicht gemacht. Ich habe ihn noch einmal getroffen. Er ist ja eigentlich einfach, ne? Ja, er ist eigentlich einfach, genau. Sparkundrill ist eigentlich einfach, ja. Ich provoziere es jetzt mal extra heraus. Ich weiß nicht warum, aber einfach mal so. Ich bin gerade bei ihm, jetzt ist er runtergefallen. Jetzt schaut er zusammen in Luft und haut nach oben. Ja, er ist ja auch eigentlich einfach. Ja, yeah, er bringt mich gleich um. Er hat dich umgebracht. Ja, ja, der gute alte Sparkman Drill, ein Freund fürs Leben, gute Freunde, kann niemand trennen. Ach ja. So, jetzt will ich meinen alten Sparkman Drill mal ordentlich einen in die Fresse pusten mit meinem Buster. Nein! Doch, will ich! Er hat mich umgebracht. Ja, das Leben ist kein... Sparkman Drill, du kleiner... Nein, sag ich jetzt nicht. Das ist nicht was passiert. Ja, genau. Doch, ich hab's gesagt. Ich schicke dir später einen Zensurton, den du immer noch ganz ein Piep oder so. Nein! Kommt mir bekannt vor. Sehr bekannt. Ich glaube, etwas in der Richtung haben wir beide vorher schon abgelassen. Oh. Und immer wieder diesen nervigen Zwischenboss. Au.
Aber ohne Buster Only kann ich nicht ruhig schlafen, sonst kriege ich Albträume nachts. Ich bin schon wieder tot. Ja, was soll ich denn sagen? Naja, du weißt ja, was das heißt, wenn ich schon an Dauer sterbe. Ich sterbe öfter. Ich bin schon zweimal an ihm verreckt. Zweimal, wow. Ich glaube, ich hab's öfter hingekriegt. Ja, du spielst es ja auch zum ersten Mal durch, ne? Trotzdem. Ja, bei dir sind die Tore nicht so schlimm. Ich hab das schon zigmal durchgespielt. Ja, das stimmt schon, aber trotzdem. Ich kann dich beruhigen, du bist viel besser als ich. So, wo kommt der nächste? Da. Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr genau. Ich hab's ja provoziert, indem ich sagte, er ist eigentlich einfach, ne? Ja, also ich wusste ja, was bei mir passiert. Also bei mir war das ja egal. Ich konnte es ja ruhig sagen. Ich wusste ja, dass ich Game Over gehe. So, er ist tot. Gute Arbeit. Ich bin gerade bei meinem besten Freund, der, dem Blasen-Mini-Boss, der mir auf den Sack geht wie ein dummes Arschloch. Über den Wolken. Ja, nur dass hier keine Wolken sind. Ich dachte nur Hermes Stage Mega Man Remix, ne? Das waren Zeiten damals, ja, mit Markus. Aber jetzt Wolken sind hier nicht. War auch mal wieder schön mit dir und Osoma so together zu sehen. Weil als Gast kommt hier einer von euch beiden. Ja, ich glaube, dass du spielst und Osoma als Gast kommt. Wird vielleicht wieder kommen. Ja. Okay, den Zwischenboss besiegt. Aber kann noch etwas dauern. Aber ich habe da schon für zukünftig etwas geplant. Will ich allerdings hier noch nicht verraten, da wir gerade in einem öffentlichen Video sind. Bugman Drill, 10 Fuß hoch. Ich weiß noch nicht, wie die Gewichtsangabe im Englischen ausgesprochen wird. Da hat er auf jeden Fall 646 lb. Ja, möglich. Diesen Schlag, den er gegen die Wand macht, der nennt sich Dash Punch. Er nennt sich Arschloch Punch, oder? Er muss über ihn hinwegspringen mit Dash Punch. Also das kann ich dir nicht empfehlen. Ich weiß, aber das muss ich auch richtig abschätzen, dass ich es zum richtigen Zeitpunkt mache, ne? Ich weiß ja noch, dir bei Komet, wo wir damals geschrieben haben, was ist weit, du schaffst das schon. Und du dich dann im Party bist aufgeregt hast danach. Ja, da war ich etwas angepisst, weil das etwas ironisch rüberkam. Das war überhaupt nicht gemeint, ich wollte dich nur ein bisschen motivieren, das mit rein zu bleiben. Ja. Damals kam mir das die Provokation vor. Ja. Naja, ist halt auch egal, ne? Ja, Mega Man Unlimited Instant Death Mode, das waren auch noch Zeiten. Ein Leben, noch ein weiterer Versuch für Sparkman Drill. Wie geil, wow. Wie episch und die Energie, will ich, hätte ich ganz gerne. Naja. So, und hoch da. Ich mal bedenke, wie einfach Sparkman Drill ist mit der Eiswaffe. Oh, du hast eben die Schwäche gespoilert, aber mich stört's nicht. Du willst ja eh nicht benutzen. Stimmt. Ja, leck mich doch! Nee, genau. Danke. Wer weiß, wo du jetzt gesessen hast. Ich sitze gerade auf meinem Bett. Auf meinen Eiern sitze ich gerade. Ich dachte, die Hose sind im Boden genagelt. Vornehmen. Ja, komm. Die 30 Sekunden werde ich eh nicht reißen. Da werde ich jetzt schnell noch sterben. Wenn Mega Man mal schneller rein. Komm, ein bisschen schneller. Wir können doch schnell sterben, ne, Mega Man? Ja komm, sonst kannst du schnell. Hauptsache du lässt die Taste von der Speed ab. Taste. Ja, die Finger von der Speed ab, das. Ich habe meine Wortfindungsprobleme. Okay, hast du dir nicht. Vielen Dank, Mega Man, dass du dir so viel Mühe gegeben hast, schnell zu sterben. Gute Arbeit. So, aber wen sollte er wenigstens mal? Ah, so, okay. Naja, jedenfalls sind wir jetzt wieder mitten in der
Auf. Name. Ja, tot. Willkommen zurück bei Let's Play, Let's Fail Mega Man X bei Bugman Drill, der uns ordentlich die Visage einhaut. So. Jo. Ich will zurückhauen und ihm seine scheiß Zähne rausschlagen. Ja, dann lass ihn doch treffen. Ich geb mir Mühe. Gut. Nicht auf. Aber es hat nichts zu heißen bei mir. Gut, also ich hab ihn ja nicht so auf Wasser und nicht probiert und eben habe ich da nach 2 Toten geschafft. Ja. Eine sehr schlechte Leistung. Von mir. Ich bin ja mal gespannt, wie du es beim zweiten Mal spielen würdest. Schaffen wir das? Ja, da wäre ich auch gespannt. Allerdings, ich weiß nicht, ob ich es viel besser schaffen würde. Ich will da jetzt keine große Klappe oder so riskieren, weil ich kenne mich. Ich weiß, dass ich da wahrscheinlich verkacken würde. Ich kann mich halt manchmal ziemlich doof anstellen. Das hat sie. Scheiße. Nein. Schon, das schaffst du. Komm, den Treffer kriegst du noch. Yes, gut. Geht doch. Vielen Dank. So, ich krieg ja auch mal was hin. War zwar wieder sehr knapp, aber wenigstens habe ich mal wieder was hingekriegt. Hat ja auch lange genug gedauert. Genau. Hast du es endlich geschafft. Was hältst du von dem Death Count in dem Spiel? So hoch zählen kann, mir stört es nicht. Allerdings müssten die Mathematiker der Welt dafür neue Zahlen erfinden, ne? Ach. Das würde nicht über die sechsstellige hinausgehen. Ja, 6 Milliarden stelle ich vielleicht. Ich kenne mich doch. Ich meine, so wie ich es gesagt habe, ohne Erweiterung. Ja, 6 Milliarden stelle ich bestimmt. Ja. Naja, okay. Jetzt ist extra lange das Passwort laufen, damit es dann später wieder findet. Richtig. So, okay. Ach ja, ich wollte nach Storm Eagle rein nochmal. Genau. Wenn du mit dem Plattform ganz hoch gefahren bist und dann normalerweise nach rechts rüber müsstest, ne? Mach einen weiten Dash-Punkt dann nach links. Hier gibt's viele Plattformen. Ganz oben, wenn es keinen mehr nach oben geht. Moment mal, warte mal, wo muss ich denn nochmal lang? Ach ja, erstmal muss ich ganz nach oben, stimmt, ich bin doof. Ja, und dann mit dem Dashboard. Ja, egal, ist jetzt nicht schlimm. Game over? Nö. Oder auch Leben? Nö, aber ist jetzt hier ist es egal jetzt. Wenn jetzt hier mal ein paar Fails kommen. Ich will mir nur das Item holen, was mir noch fehlt. Also du hast hier eine Lebensvergrößerung, einen Subtank und den Helm. Also wenn du jetzt auf dem Podest ganz oben bist und der nach rechts gehen würde, musst du springen, wenn du auch oben links bist. Mit der Sprung nach links. Okay. Also erst ganz rechts auf die Plattform oder von der Plattform aus nach links? Von der Plattform aus nach links mit dem Dash-Sprung. Okay. Also wenn er oben links in der Ecke ist. Ja, ist ja okay da. Okay, Game Over. Nicht weiter schlimm. Stört mich hier nicht. So. Wir sehen was normales Passwort von gerade. So. Ist ein anderes Passwort auch für dasselbe.
Ja, anderes Passwort, warum? Das Passwort ist random. Das verändert sich jedes Mal. So, okay. Bei den Klassik-Moment war das so, dass es immer gleich ist. Okay, das wusste ich nicht. Aber okay, dann ist es so. Regen, Energie. Okay, so, das ist schon mal gut. Gab's hier noch was zu holen? Zwei Sachen. Also erstmal musst du hoch. Ja. Erstmal runter, dachte ich mir. Nein, hoch. Okay, wenn Steven was sagt, dann sollte ich besser drauf hören. Wäre ratsam. Ja, komm, ist okay. So. Aber wie hier zum Beispiel, treff ihn, mach ihn den letzten Hit, ne? Ja, genau. Aber das war doch hilfreich. Wärst auch nie drauf gekommen, ne? Nee, wär ich nicht. Ich hätte gedacht, nee, ich treffe ihn nicht mehr. Ich hoffe, ich gehe jetzt gerade richtig. Da ist doch so ein Gegner auf der Plattform, ne? Diese Kanone, ja, die hoch und runter geht. Wenn du die gekillt hast, bleib mal auf der Plattform stehen. Okay. Ja. Wo das Geschütz drauf war, ne? Ja, und dann und kannst du das Glas halt zerstören oben. Ach, das Glas muss ich zerstören? Hm. Wie denn? Dann kannst du da rein. So. Ah, okay. Danke für den Tipp. Wie fandest du den Effekt mit dem Glas zerklirren eben? Schon recht cool. Also wie gesagt, ich muss ganz ehrlich zu dem Spiel, sage ich mal folgendes, also das Spiel gefällt mir schon mit der Zeit besser, allerdings muss ich dazu sagen, nicht als Mega Man Spiel, sondern das ist für mich ein eigenständiges Spiel, weil... Ja, so muss man es auch betrachten. Mit Mega Man hat das meiner Meinung nach nichts zu tun, weil für mich, nur für mich persönlich, ist Mega Man was anderes. Aber so als eigenständiges Spiel finde ich es schon, ja, macht mit der Zeit schon recht Spaß. So sehe ich es jedenfalls persönlich. Kann natürlich jeder anders sehen. Aber das war jetzt mal so mein Statement zu Mega Man X. Ich weiß noch, wo dir jemanden geschrieben hast. Ach, bitte nur Mega Man X. Also war ich. Das ist ja mein Zustand auf jeden Fall, weil er es nicht so mag. Zu spielen im Vergleich zum Original. Aber du hast ja gerade gedacht, ne? Ja, genau. Was ist da? Wo ich dazu sagen mache, muss ich jetzt hier unter oder wo? Nach rechts rüber. Gießt in den Abgrund. Und wo ich dazu sagen muss, wie gesagt, das ist ja momentan jetzt noch in der Erkundungsphase, kennt ihr ja, das? Kann man so nennen, also es ist. Mein Interesse wächst sich da auch bei mir nur bisher langsam. Und nur zusehen ist bei mir für mich bisher noch nicht so interessant bei Mega Man X, noch nicht. Vielleicht ändert sich das noch. Ich hätte gerade so einen guten Vergleich, aber ich glaube, den lasse ich lieber stecken lassen. Naja, das aus. Könnte ich dir ja offscreen sagen, was ich dachte. Okay. Von wegen, was das gerade noch für eine Phase ist. Okay. Auch wenn es sich vielleicht nicht so stören würde, aber ich dachte, lass es lieber. Muss ich da rein? Aber dieses Feuer-Logo, da ist noch was versteckt, aber ich glaube, es war nur ein Leben. Ich muss kaputt schießen. Wirklich ohne in den Abgrund zu fallen. Mit aufgeladen oder wie? Normale Schlüsse reichen, aber aufladen müsste es schneller gehen. Leben. Das darf ich ja leben. Ja, komm einfach hoch und dann, cut schon wieder. Ja, jetzt genau. Ja. Bis zum nächsten Mal oder bis gleich. Ich sag einfach bis gleich.